So, ich möchte Ihnen jetzt noch eine weitere Anwendung von der Standardabweichung zeigen. Das ist der Paragraph 13 und der heißt Standardisierung. Das heißt, wir wollen versuchen, irgendwie Sachen vergleichbar zu machen. Ich fange mal mit einem ausführlichen Beispiel an. Also Beispiel. Ja, also angenommen, wir haben eine Klausur geschrieben, das ist die Notenlisten. Da. Hier habe ich die Noten, hier habe ich die Punkte. Ich habe die sortiert, erst die Noten oder auch die Punkte. Das heißt nicht, dass diese Note diese Punktzahl ist. So, und wenn ich jetzt mir einen Überblick verschaffen will, wie ist die Klausur ausgefallen, wie ist der Notenspiegel, haben Sie bestimmt schon auch schon oft gemacht. Hier habe ich mir mal so ein Kästchenblatt genommen. Vielleicht fange ich hier an mit 1,0. Dann 1,3, 1,7,2,0, 2,3,2,7,3,0, 2,3,3,7,4,0, 4,3,4,7,5,0. Ja? Und jetzt möchte ich diese Noten eintragen. Entschuldigung. Also von den Einsen gab es 2, 1, 2, also mache ich hier 2 Kreuze. 1, 3 gab es 1, 2, 3, 4, 5 Mal. 3, 5. Die 1, 7 kam viermal vor. 3, 4. Die 2, 0 kommt 1, 2, 3 auch viermal vor. Jetzt kommt die 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ein bisschen hochschieben, dass wir das sehen können. 2, 7 ist jetzt dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 2, 9, 10. Die 3, 0 kommt noch einmal vor. 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal. 3, 4, 6. Und die 3, 7. 3, 2, 3, 4, 6, auch 6 mal. 6, dann bitte 4, 0, 4 mal. Auf der nächsten Seite geht es weiter. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9 mal. 2, 3, 4, 9 mal. 4, 3, 4, 7 gibt es nicht. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also 1, 2, 3, 9, 10, 18. Und das ist natürlich mehr hier, weil diese beiden hier noch mit dahin geschoben werden. Okay, also sowas nennt man Histogramm. Hier haben wir die Note angeguckt und dann sieht man so ein bisschen, wie die Verteilung ist. Ne? Und die andere Sache, was man machen kann, ist, und was wir mal machen wollen oder ich machen will, ist die Klausurpunkte einzutragen. Ja, da kann man auch so eine Liste machen. Das habe ich mal vorbereitet, damit das nicht so lange dauert. Hier, das hier sind die Klausurpunkte. Ist die gleiche Klausur. Ja? Und jetzt würde ich gerne beide diese beiden Grafiken in Einheit machen. Ja? Also möchte gerne. Datensätze in einer Karte. Das ist die gleiche Klausur, also müsste man die doch in die gleiche Grafik machen können. Ja, und das kann ich auch machen. Also das mache ich jetzt mit dem Computer. Und wenn ich das mache, hier kommt das raus. So. Ja. Und dann sagen Sie, Herr von Bodner, das ist ja völliger Schwachsinn, was Sie da machen. Wieso wollen Sie das unbedingt auf diese gleiche Skala machen? Ja? Diese Noten, die gehen doch, sind da irgendwas so um 3 rum. Außerdem ist die Reihenfolge falsch und die Punkte, die sind hier scheinbar, die Mitte ist irgendwo hier bei 20 und die Skala ist viel breiter. So macht das überhaupt gar keinen Sinn.
Ja, stimmt natürlich, wenn Sie das sagen würden. Deshalb zeige ich Ihnen im nächsten Video, wie man es vielleicht ein bisschen besser machen kann.